YouTube! Willkommen zu neuen kostenlosen Indie-Horror-Games. Besonders das Wort kostenlos will ich so böse wie möglich betonen, denn wir alle lieben kostenlose Spiele. Warum? Weil sie kostenlos sind. Ganz klar, ja? Ich weiß nicht, wie viele Spiele es hier in dieses Video reinpacken. Wir werfen einfach ein paar in die Tonne und mischen das einmal alles rum und am Ende kommt ein Meisterwerk raus. Ihr kennt das Ganze. Wenn ihr dieses Meisterwerk ein wenig unterstützen wollt, Hashtag Plankton in die Kommentare schreiben, denn er war einer der coolsten SpongeBob-Charaktere überhaupt. Und ansonsten natürlich auch bewerten. Seid ihr eher so Team Plankton oder Team Krosse Krabbe? Abfalleimer oder Krosse Krabbe? Schreibt es in die Kommentare, ich bin neugierig, weil ich war schon immer ein Vertreter des Abfalleimers. Ich bin pro Abfalleimer. Gebt dem Abfalleimer endlich eine Chance. Auf geht's! Ich liebe diese SpongeBob-Horror-Games. Ich kann davon einfach nicht genug bekommen. Und ich find's geil, dass immer wieder neue rauskommen. Was ist das denn? Robo Mr. Krabs? Ich find's auch geil, wie viel Liebe mittlerweile in diesen kleinen Indie-Horror-Games drinsteckt. Okay, Plankton, you there? Hello, clown! Down here! You are so annoying. Anyways, listen carefully because this is very important. All of Bikini Bottom can go to shit if you don't listen. There should be a big red button right in front of you. Press it to activate the evil Mr. Krabs and make history. Alter, die Tasse, ne? Ja, aber welcher denn, Karen? Welcher? Denn dieses Gesicht, was wir auf der Tasse sehen, das ist gerade meine Emotion, Karen. Das ist im Moment gerade... Okay, ich drücke einfach den hier, der direkt vor mir ist. Das wirkt irgendwie am logischsten. Also, let's drück. Ging voll aufs Auge. Not that one. What the fuck is wrong with you? I can't even catch a break as a 1,000-foot-tall monster. I don't want to hear it. It can't get more simpler than that, you fucking piece of shit. Hey, I went to college! And do I look like I give two fucks about your college, huh? Is it even true that you got your degree? You are a dumb loser I married out of pity and a loser I'm now stuck with for the rest of my life. Mr. Krabs is a better looking man anyway. Oh God, Plankton. Meanwhile, at the Krusty Krab. Ey, deswegen liebe ich Plankton. Ich weiß nicht, ich fühle mich mit Plankton einfach verbunden, weil wir beide irgendwie kleine Loser sind. Und kleine Loser müssen eben füreinander Sympathie empfinden. Plankton, wir zwei, wir sind Bros. Thaddeus gehört eigentlich auch dazu. Alter, was? Alter, Thaddeus hier. Komplett stoned. So, was? Ich brauche die geheime Krabbenburger-Formel. Wo finde ich die denn? Hier ist zugenagelt. Im Frigidaire. Käse, Handschellen. So sieht die Krosse Krabbe eigentlich wirklich aus. Ein extrem depressiver Ort. Ja, den kann man leider nicht aufmachen. Die Tür leider auch nicht. Oh, der Safe von Mr. Krabs. Was ist das hier drüben? Da versteckt Mr. Krabs seinen Schnaps. Hm. Das war ziemlich einfach. Mr. Krabs. Sexy Unterwäschemodels? Ich weiß ja nicht, Mr. Krabs. Ich weiß ja nicht. Okay, wir brauchen Buns, Meat, Cheese and Wheat. Das ist die Formel. Natürlich, jetzt verstehe ich, warum die Dinger so beliebt sind. Da hat er noch ein paar Kippen drin und ein bisschen Bargeld. Mr. Krabs ist halt auch echt ein Gangster, ne? Okay, wir haben hier Fleisch, wir haben hier die Brötchen. So, jetzt brauche ich hier ein bisschen Fleisch. Ach klar, natürlich. Alright, Käse dann irgendwie und Handschellen und... Wo ist das geheime Weed? Wo ist die geheime Weed-Formel? So.
drauf. Käse? Ja, aber wo finde ich Wheat? Ich hab hier keinen. Ist das... Oh, nee, das ist fürs Servieren. Aha, der geheime Grasbunker von Mr. Krabs. Ja gut, ich ernte mal ein bisschen Mr. Krabs, ne? So, bin ich jetzt eigentlich Robo-Krabs oder Spongebobs? Das ist ein echter Krabbenburger. Thaddäus, ein Krakenburger ist hier. Aber ich muss das sogar raus zum Kunden bringen. Wer bin ich? Wahrscheinlich bin ich SpongeBob. Der hat schon viele Krabbenburger-Intus. Der hat sich richtig schön reingeballert. Na, ballern die Burger. Die ballern gut, ne? So, bitte, Sir Bro. Thank you so much. Mr. Bro. Oh mein Gott. Was war das denn? Ich soll eine Waffe finden und den Abfalleimer jetzt investigaten? Hier ist alles gesperrt. Wo kriege ich eine Waffe? Hey, Kleiner, hast du eine Waffe? Thaddäus, hast du eine Waffe? Eine Waffe hinterm Tresen ist doch eigentlich so ein Standardding. Wo kriege ich hier eine Wumme? Ah! I'm afraid that's not yours. Hand it back to me immediately. Kann ich ihn abknallen? Wow! Oh mein Gott! Wie kann ich nachladen? Ich hätte keine andere Wahl und ich bin SpongeBob. Ich bin eindeutig SpongeBob. Ey, diese Games sind so cool, ne? Wenn man bedenkt, dass andere Entwickler Games anbieten für Geld und im Grunde nur irgendwelche Assets verwenden und die neu zusammenwürfeln, kriegst du hier halt voll den geilen Kram, ne? Du kriegst richtig geilen Kram. Ab in die Krabbenburger-Hölle. Ah, fuck. Looks like I lost my gun. Aber ich habe ein Seil gefunden. Das ist fast so gut wie eine Waffe. Voll unnötig, die Waffe zu finden. Du verlierst sie eh sofort. Eine Leiter? Hm. Man könnte eventuell irgendwann später irgendwas mit dieser Leiter anstellen. Der Abfalleimer. Zumindest das, was davon übrig ist. Denn das Gebäude oben wurde gesprengt. Aber die unterirdische Anlage des Abfalleimers, wo feinster Abfall hergestellt wird, die existiert noch. Alright, und jetzt? Habe ich hier ein Seil. Ah, er hat es rausgezogen. Ach, und jetzt brauchen wir natürlich die Leiter. Alte Farbdosen? Gib mir die Leiter. Would you look at that? A conveniently placed rifle. Thanks, super cool developer. Dankeschön, super cooler Entwickler. Jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit, aber sowas von bereit. Alter, was wird das jetzt hier? Ein krasser Shooter? Here we go. Hallo? Robo-Krabs? What the? Ich bin tot. Was? Wie bin ich denn bitteschön... Wie bin ich denn bitteschön so schnell gestorben? Okay, ich brauche das Seil nochmal hier. Tür auf. Knopf drücken. Das ist ja übel. Gefühlt haben die gar keinen Schaden genommen. So, das Ding ist runtergerissen. Leiter holen. Auf einmal kommt da irgend so eine Roboterarmee und zerfleischt uns. Would you look at that? A conveniently placed rifle. Thanks, super cool developer. Ich müsste wegrennen. Danke. Das Baby durchladen. Gleich brauchen wir jede Kugel. Jetzt gehe ich hier rein.
wie willst du das schaffen? Wie willst du das schaffen? Die Stelle ist echt bockschwer. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Die Stelle ist echt bockschwer, Alter. Jetzt bin ich auch noch angeschlagen, ne? Und ich wette, hier kommen noch mehr von diesen komischen Abfalleimer-Robotern aus der Hölle. Oh Gott. Oh, wow! Mr. Krabs! Mr. Krabs! Alter, Mr. Krabs! Oh my God, Mr. Krabs! Are you okay? Oh boy, don't worry about me. I came here to give you the... Oh, please don't die on me, sir. There's a world out there that needs you. Make me proud, SpongeBob. I hope this is just a bad dream. Oh nein, Mr. Krabs. Moment, ich habe Medizin bekommen. Mit H kann ich Medizin verwenden. Sollen wir die jetzt schon verwenden? Ich verwende sie. Boah, die hält mich nicht mal voll. Wie räudig ist das denn? Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Die Tür hier ist zu. Warum ist hier Blut? Wahrscheinlich von Mr. Krabs, ne? Mr. Krabs. Ist das nicht der schmierige rote Kerl, für den du arbeitest? Okay, ich brauche eine Karte. Ah, oh yes. Mehr Stuff. Finde ich immer gut. Sheldon. Na gut, wir haben noch eine Heilung. Und die kann ich gleich gebrauchen. Boah, gibt es wenig. Aber das Spiel hat Gott sei Dank Checkpoints. Gehen wir jetzt tiefer in den Abfalleimer Underground. Es fühlt sich ganz so an. Oh, noch mehr Heilung, geil. Ja, eine kann ich mir direkt reindudeln. Lieber zu viel Heilung als zu wenig. Oh nein, Robo-Crabs. Wow. Oh, verflucht. Autsch. Kann ich die irgendwie aufheben und werfen? Eieieiei, Robo-Crabs. Ich muss hier zu ihm hinkicken. Noch ein hier. Autsch. Gib mir. Oh. Wow. Okay, das muss ich wahrscheinlich nochmal machen. Ja, das muss ich nochmal machen. Direkt hingehen und die Dinger vorschieben. Wahrscheinlich schon von Anfang an. Ist ein guter Move. Oh, da drüben ist noch Heilung. Boah, er schießt aber durch, der Kollege. Nachladen. Sponge gebobbt. Komm, noch eins rüber. Jetzt ist das da hinten so blöd verkeilt. Oh. Nicht cool, Alter. Nicht cool. Yes. Ja, Mann. Robo Krabs wurde vernichtet. Geiles Game irgendwie.
klar, ein paar Sachen sind nicht ganz ausgereift, wie dieser Gang mit diesen drei Robotern, aber ey, geiles Game. What in the flying fuck is that thing? Oh, shit, take cover! Irgendwas hat da unten überlebt. Ich würde gerne wissen, was. Das war's. Ein kleines SpongeBob-Fanmade. Sehr cool, also wirklich toll gemacht. Eure Meinung zum Spiel wie immer in die Kommentare schreiben. Wollt ihr mehr SpongeBob-Horror? Lasst es mich wissen, denn in den Weiten des Internet-Ozeans gibt's bestimmt noch das ein oder andere, das wir gemeinsam finden können. Und jetzt schauen wir uns das nächste skurrile Game an. Natürlich gratis. Wenn du dachtest, ey, das SpongeBob-Game, das war schon ziemlich dämlich, dann geht's jetzt noch dümmer weiter mit Five Nights at Shrek's Hotel 2. Den ersten Teil haben wir damals gespielt, der war sehr grenzdebil. Und ich habe gehört, der zweite Teil, der soll noch grenzdebiler sein. Natürlich bei den Fans extrem gut angekommen, bejubelt, beklatscht und gefeiert. Wir starten direkt rein. Du bist nur eine weitere obdachlose Person, die Kunde hier ist, wie die anderen davor. Du hast nur 5 Nächte zu bleiben und du weißt, alles wird gut. Es ist immer alles gut gegangen. Nacht 1 beim guten alten Shrego. Guck mal, er sieht noch richtig freundlich aus. Hey, Mr. Shrego. Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Alter, seit wann hat Shrek denn so einen Akzent? Hi, can I get a room for 5 nights, please? Ich bin ja voll der Gentleman. Hallo, könnte ich bitte ein Zimmer haben für 5 Nächte? Dankeschön, Chapeau. Sure, we have an empty room on the second floor. Okay, er hat ein leeres Zimmer. Ist dieses Hotel überhaupt wirklich ausgebucht? Ich meine, wer will schon hier sein? Toilette. Cafeteria. I said we have an empty room on the second floor. Warum ist Shrek eigentlich so unglaublich aggressiv? Schaut ihn euch an! Dieser hasserfüllte Ogre. Was ist das denn? Okay, Konzentration. Arme Sau. Arme, arme Sau. Okay, jede Tür macht dieses Geräusch. Sklavenarbeit. Kinderarbeiter. Hey, are you okay? Geht's dir gut? Hi, I work here. Just cleaning up a messed up room. Okay, hat irgendein Zimmer gesäubert? Boah, Alter, was gibt's denn hier für fancy Kram? So ein japanischer Getränkeautomat. Shrek? Du hast ganz schön aufgerüstet, die Bude. I need to take a dump before sleep. Du musst erstmal richtig saftig kacken gehen. Erstmal richtig schön. I need to take a dump before sleep. In die Schüssel was schmettern. Das nenne ich Kunst. Das nenne ich pure Kunst. Excuse me, aber wo ist denn die Toilette? Excuse me, where is the toilet? The toilet is over there. Don't you dare pissing on the walls. Ich werde nicht an die Wand pissen, okay? Ich hab Manieren. Ich werde schön sauber in die Schüssel schmettern. Uff, der war würzig. Der war richtig, richtig würzig. Ich hab nicht die Hände gewaschen und fummel nochmal alle Türen an. So, mit leerem Darm lässt sich's natürlich besser schlafen. Logisch, ne? Moin.
Was machst denn du hier? Den Boden fegen? Last night you took a big dump in my toilet. Took me a long time to clean it. Now you have to help clean up the toilet floor. Okay, gib mal her das Ding. Mein Gott, ich bin eigentlich hier Kunde. Und rein theoretisch, das war ein natürliches Bedürfnis. Ich musste kacken, okay? Ich hab gekackt. Und jetzt kann ich ja wohl erwarten, dass es gesäubert wird. Was ist das denn bitte schön für ein Service hier? Okay, ist alles sauber? Hey, hey Kleiner, warum weinst denn du? Was hat der böse Shrek mit dir gemacht? Was soll denn das, ha? Oh. Der arme Kleine, kann ich irgendwas für dich tun? Hat er dich geschlagen? Wir können gemeinsam zur Polizei gehen. Kranker Psychopath, Freak. Das sind die Augen des Bösen. Hey, 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 warte mal. Who was that? Wer zum Geier war das denn? Der Spaghetti-Mann? I don't feel sleepy. Maybe I should take a look at the paintings. Mehrzahl? Hier gibt's doch nur eins. Dieses hässliche Ding. Oh, oh. Oh no, what have I done? I should do something. Wegrennen oder verstecken, verstecken. Oh, that was close. Boah, ich glaube, der kam gerade hoch, ne? Who could it be? Ja, wer wird das wohl sein? Wer stampft denn da die Treppe hoch? Das kleine Lebkuchenmädchen. How could I help? Just checking in. There's some noise coming from upstairs. I didn't hear anything. Are you sure? Yes, everything is fine. All right. Good night then. Dankeschön. Boah, das wird Ärger geben. Das wird richtig, richtig Ärger geben. Ey! 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 Was läuft denn hier? Hey, Moment mal! I feel very hungry. I should go to the food court. Was tuscheln die beiden hier, ha? Huh? Mit seinem Durchfallgesicht. Der gestiefelte, fette Kater. Moin, ich nehme Chinese Food, damit ich so richtig schön wieder in die Schüssel kacken kann. Hey, how are you doing? Hi, I'm Carl. Was bist du denn für ein nice Freak? Nice to meet you, Carl. Kann ich noch mehr haben? War ein bisschen wenig. Nein? Wo ist das kleine Lebkuchenmännchen hin, ha? Huh? Mr. Shreko. Stell mal vor, es gibt wirklich Türen, die jedes Mal beim Öffnen oder sogar Bewegen nur so Geräusche machen. Ich würde Amok laufen. Gut. Gut gespeist, direkt ins Bett. Wir ziehen voll durch, ne? Shrek ist weg. Kann ich defeklieren? Ist aber auch ein ekelhaftes Hotel, ne? Kann ich speisen? Alle sind weg. Okay, was läuft hier für eine Verschwörung gegen mich? Ist noch niemand... Oh Gott! Did you do this to my great-great-grandpa picture? I have had enough of your troubles. Now you must pay this off by working a night shift for me. Go downstairs and bring the boxes upstairs, then put them in the warehouse. Alter, ich bin jetzt schon sein Sklave. Ich wollte schon sagen, fällt das niemand auf, dass da so ein Bild verschwunden ist? Was sind da drin? Noch mehr Bilder von deinem Ur-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 Großvater? Yo. Du bist ein richtiger Diktator, ne? Hey, how are you doing? Hello, I'm fine. Do you need any help? Thanks. It would be great if you could bring a box upstairs. Ist ein netter Typ. Er geht ein bisschen merkwürdig, sieht aus wie eine Nudel, aber er ist ein netter Typ.
Danke, Bro. Good boy. Now you can go sleep. Alter, wie so ein Köter, ne? Shrek, das sieht nicht gesund aus. Das sieht nicht gesund aus. Mitternacht null. Plötzlich ein Bordell. Das schreckliche Geheimnis. Shrek betreibt in Wirklichkeit ein Bordell. Oh mein Gott, Karl! Warum? Er war der netteste Mann überhaupt. Wow, stopp! The what? Moment, habe ich nicht geträumt? Ich bin wirklich unten gelandet? Was war das denn? Ah, I feel strong. Ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr Shrek Juice. Alter, das ist schon lässig. Ich brauche mehr davon. Ich bin süchtig. I feel weak again. Hält aber nicht besonders lange, das Zeug, ne? Hau dir doch noch eine Dose rein. It says on the back to not drink more than once in your lifetime. I might overdose. Klar, rein damit. Kann ich noch eine trinken? Ich bin wirklich gestorben jetzt? Wenn du zwei trinkst, bist du direkt tot, dein Gehirn explodiert? Ah, I feel strong. Die Wirkung hält halt einfach nur 10 Sekunden gefühlt. I feel weak again. Hey, Karl ist noch am Leben. Oh my God, you're alive. Thank God. I thought you were dead. Let me see if I can find something to let you free. Nö, ich bin nicht mehr stark. Ich habe keine Shrek-Power mehr. Und wenn ich noch eine schlapper, bin ich tot. It says on the back to not drink more than once in your lifetime. I might overdose. So, ich nehme dir eine mit. Vielleicht hat er aber schon eine getrunken. Weiß man ja nicht, ne? Here, take this energy drink and drink it. Okay. 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 What the? Trink! Alter Shrek, no! Ich trau mich nicht umzu... Okay. Sein Gesicht, Alter. Oh mein Gott, Giga-Karl. Der ist Chat, der Bruder. Ich liebe dieses Spiel. 5 von 5 Sternen. Bestes Spiel, das ich jemals gespielt habe. Bestes Spiel aller Zeiten. Es tut mir leid, ich kann nicht abonnieren, aber... Das beste Spiel der Welt. Gut gemacht. Shraggy Boy. Das nächste Spiel hier ist derzeit Platz 1 in den Indie-Horror-Charts bei den kostenlosen Spielen. Und das bedeutet ja, es muss irgendwas können, oder? Wieso bist du Platz 1, Spiel? Du musst doch irgendwas können, das heißt Replay, let's go! Zeig mir, warum du im Moment der King bist. Level starten.
Okay, ich spiele Psycho Dad. Wir alle lieben Psycho Dad. Und ich muss Münzen sammeln, oder was? Und wer ist das? Ein freundlicher Dude. Ein freundlicher Dude, der einfach nur rüberwinkt. Anscheinend bestehle ich Menschen. Die braven Bürger dieser Stadt. Okay, was läuft hier sonst so? Ich halte hier meinen Joystick in der Hand, den Super Puma. Ich habe eine ziemlich ärmliche Wohnung. Was ist das da drüben? Acid? Und ein Blecheimer? Stelle ich irgendwelche Drogen her? Inhaliere ich Farbverdünner? Hi, Karen. What the? Alter, was war das denn? Es war nur ein Wetterphänomen. Es hat halt böse geblitzt. Es hat so böse geblitzt, dass die Musik kurz weg war. Wow. Wow. Alright. Ist das Haus schief? Wer lebt denn so? Welcher Waldtroll? Ich habe irgendwie so eine leichte Paranoia. Wow, wow, wow! Okay, die Paranoia liegt wahrscheinlich am Farbverdünner, den ich inhaliere. Kann ich den Kühlschrank öffnen? Nö. Er ist auf jeden Fall dabei zu schleichen. Okay, okay, okay. Das ist ein... War der Rabe die ganze Zeit schon hier? Dieser Stoffrabe? Das ist ein Spiel für Kinder. Das ist ganz schön düster, oder? Wir haben es geschafft. Moment mal, es ist hier doch ein Buch runtergefallen. Das lag hier auf dem Boden. Puff, es ist weg. Das ist ein echt widerliches Poster, was du da hängen hast. Was? Mom? Mom, bist du's? Ich brauch die Münzen hier drüben. Okay, ich bekomme ein bisschen Schiss. What? Was war das denn? Okay, okay, irgendwas ist unter meinem Bett. Mom! Alles klar, wir konzentrieren uns auf das Spiel. Was ist, wenn ich sterbe im Spiel? Kann ich Licht anmachen? Ich will Licht anmachen. Oh, wow, was war das denn? Ey, ich denke die ganze Zeit, irgendwas sitzt da hinten. Warum ist hier Blut? Oh mein Gott.
Oh my God! What? What? Alter, hier ist alles voller Blut. Alter, das Spiel ist ja richtig heftig. Kein Wunder, dass das Platz 1 ist. Heilige Kacke, spiele ich jetzt diesen komischen Ghoul? Das Spiel ist heftig. Okay. Okay. Sind das meine Eltern? Alter, was geht hier ab? Oh mein Gott, du hörst Schritte. Er hat unten meine Eltern abgeschlachtet, jetzt holt er mich. Boah, Alter, wie heftig. Ich will nicht weiterspielen. Warum spielst du weiter, Junge? Oh mein Gott. Wow! RIP A. Bravo. Wow. Großartig. Super kurz leider. Klar, ist ja auch nur so eine kleine Demo von einem Videospielkünstler, aber das war ja richtig gut. Das war ja richtig, richtig gut. Also wie er das Ganze aufgezogen hat und alles. Ich sag ja, bei diesen ganzen itch.io Indie-Horror-Games, da sind so viele richtig talentierte Menschen dabei, die so viele kleine, coole Kunstwerke bauen. Nicht schlecht, oder? Eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, ich bin gespannt. Und wir schauen weiter, was wir noch so finden auf der Seite. Jack in the Box hält sich auch schon seit ein paar Tagen in den Top 5 der angesagtesten kostenlosen Indie-Horror-Games und deswegen let's do it. Let's do it. Das letzte Spiel war ja wirklich sehr, sehr geil. Ein imaginärer Freund. Aber als er über ihn gesprochen hat, passierten seltsame Dinge. Ich habe Albträume, die sehr realistisch aussehen. Doch alles ist schwarz und weiß. Das nennst du realistisch? Ich find's sehr, sehr surreal. Okay, der imaginäre Freund meines Kindes versucht mich zu ermorden. Klassiker. Absoluter Klassiker, oder? Das hier scheint ein Jahrmarkt zu sein, mit einem Ferienlager gekreuzt und einem Spielplatz und einem Park. Da hat man einfach alles reingeworfen. So, an welcher Location wollen wir das machen? In einem Ferienlager, auf einem Spielplatz, in einem Park, ein alter Jahrmarkt. Alles gute Vorschläge, aber wie wäre es, wenn wir einfach alles auf einmal in ein Ding irgendwie hineinschieben? Gut, allein verstanden? Perfekt, machen wir so. Stadtpark, Pavillon trifft auf Ferienhaus, trifft auf alter Zirkus. Ich hätte gerne noch einen Zirkus drin. Okay, noch einen Zirkus. Okay, ich brauche eine Kurbel. Moment mal, die Buden waren doch davor zu, oder? Die Buden waren doch davor zu.
Wenn ich eine Kurbel wäre, wo wäre ich dann? Auf einer Parkbank. Auf einer Rutsche. Ich wollte sagen, auf einer Rutsche. Boah, die Maus ist aber super, super träge. Was ist das da drin? Augen. Okay. Noch mehr Augen, die mich anstarren. Nein, ich habe gar keine Lust daran zu drehen. Bin ich jetzt in der Box? Pennywise? Kinderfressender Clown? Wow! Ich bin in der Clowns-Dimension. Hey, Kinder. Moment, ich träume, ne? Das alles ist nur ein Traum, richtig? Ja klar, der Vater ist wieder auf irgendwelchen Tabletten. Ist ein sehr, sehr weibliches Schlafzimmer. Vielleicht bin ich doch eine Mutti. Alleinerziehend. Tough life. Ich brauche ein Messer. Wo kriege ich ein Messer her? Wo ist meine Küche? Also ja, die super träge Maus ist ein bisschen ätzend. Ich habe jetzt meine Maus mal ein bisschen hochgeschraubt. Okay, du Drecksvieh. Mein Sohn kriegst du nicht. Intelligenter Charakter, der sich erstmal ein Messer holt. Oh shit, ist das Blut? Weg. Dieses Mal war es kein Albtraum. Okay, das war ja ein super, super kurzes Minigame. Das war ja ein super, super kurzes Game. Ja, es war ganz nett, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war special. Das andere davor war eine Dimension besser. Aber na gut, schauen wir uns das nächste Spiel an. Vielleicht haben wir noch ein paar coole Überraschungen in dieser Wundertüte. Fatal Midnight habe ich schon eine ganze Weile hier auf meiner Liste stehen. Und heute werden wir es gemeinsam spielen. Meine Eltern sind auf einem kleinen Urlaubstrip. Und haben uns zurückgelassen, damit ich nach meiner Schwester sehe. Sie hat einige Probleme. Ab und zu ist sie sehr merkwürdig. Ich muss nach ihr sehen. Alles war in Ordnung, bis ich ein merkwürdiges Geräusch mitten in der Nacht hörte.
Okay, die Eltern sind auf einem Urlaubstrip. Und ich habe meine merkwürdige Schwester hier. Das ist ein merkwürdiges Geräusch. Verdammt, diese Geräusche. Meine Schwester fühlt sich wohl wieder nicht sonderlich gut. Ich sollte nach ihr sehen. Schwesterherz. Oh, wir kennen dieses Zimmer. Wir kennen diesen Raum. Wir kennen dieses Haus. Es ist das Haus, in dem alle Horrorspiele existieren. Ich habe ja die Theorie, das ist so ein Haus wie in American Horror Story 1. Jeder durchlebt hier sein eigenes Horrorszenario. Es ist immer dasselbe Haus, aber eine andere Horrorgeschichte. Endlose Agonie in diesem Haus. Mit denselben Postern. Merkwürdig, sie ist nicht hier. Ich muss sie finden und sie fragen, was passiert ist. Boah, aber der Kamera ist ja seekrank. Es ist halt wirklich auch immer exakt gleich eingerichtet. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, okay, ich nehme das Haus und mit den Assets mache ich hier ein bisschen was anders. Nein, es ist alles identisch. Die Bilder sind identisch, der Wäschekorb ist identisch, das Waschmittel, die Bleiche, der Durchfallfleck hier unten, alles identisch. Vaters Büro. Schwesterherz. Geliebtes Schwesterlein, wo bist du? Ich möchte dir deine Medizin geben. Oh mein Gott, ich bin Vampir, ich habe kein Spiegelbild. Vielleicht will ich dich auch aussaugen. Dein Blut. Schwester? Bist du in der Küche? Oder im Garten? Hey, Kleines! Ich will nur mit dir reden. Sogar die Fleischbällchen mit Spaghetti, ne? Dazu gibt's Milch und ein Bier. Bist du hier? Ist halt auch echt ein großes Haus, ne? Merkwürdig, die Tür war davor offen. Dann gehen wir halt hier rum. Oder... Warte mal, war da jemand? Wie groß ist meine Schwester? Habe ich eine kleine Schwester oder eine erwachsene Schwester, die 2,10 Meter groß ist? What? Das ist nur der Wind. Hallo? Okay, genug gespielt. Ist nicht lustig. Okay, war der Fernseher schon die ganze Zeit an? Die Tür funktioniert nicht. Die Tür ist immer noch abgeschlossen. Boah, durch diese Optik, durch diese merkwürdige, habe ich immer so das Gefühl, irgendwie in den Schatten steht jemand rum. Alter, du gehst doch jetzt nicht in den Keller rein. Ich würde die Kellertür hier zunageln und sagen, yo, ich warte, bis Mom und Dad wieder da sind. Sie ist da unten und weint. Ich brauche eine Taschenlampe und eine Schrotflinte. Ich würde mich besser fühlen mit einer Flinte. Okay, das ist das Zimmer, wo eine Taschenlampe zu finden ist.
Ja, aber wo? Ist hier rein zufällig irgendwo eine Taschenlampe? Boah, Alter, das nenne ich mal eine Taschenlampe. Oder willst du nicht ernsthaft den Keller darunter? Okay, ja dann. Hallo? What? Alles gut. Ah, Alter, ist okay. Ah. Oh. Was zur... Was zur Hölle? Ja, da war irgendwas nicht ganz in Ordnung mit ihr, richtig. Uff. Uff, nicht cool, nicht cool, nicht cool. Meine Brust sticht. Ich glaube, mein Arzt würde mir abraten, solche Spiele zu spielen. Shelley. Shelley. Du brauchst deine Pillen. Du weißt, was Dr. Schwengelgold gesagt hat. Das Licht ist zwar aus, aber anscheinend haben wir noch Strom. Jetzt ruft mich meine Schwester an. Das ist gar nicht meine Schwester, die hier ist. Sie hat sich rausgeschlichen für eine Party. Yo. Hey, son. I know what happened to her. Go to your room. Under the bed, there is something that will help you. Alter, diese KI-Stimme, ne? Die kann man einfach nicht mehr ernst nehmen. Killt die ganze Atmosphäre. Hätte er nicht machen sollen. Was ist unter meinem Bett? Eine Schrotflinte. Bitte eine Schrotflinte. Ich brauche eine Schrotflinte. Kruzifix. Oh! What? Aber das ist doch mein Zimmer, oder? Oder soll ich unter seinem Bett gucken? Verdammt, Alter, ich... Schwestern! Einfach nur nervig, ha? Hat sie jetzt die Tür aufgemacht? Yo, ich hoffe, es ist eine Schrotflinte. Es ist eine Schrotflinte. Mein Vater will, dass ich meine Schwester abknall? Shelley, wo bist du? Shelley. Ich hab'n Lolli. Wenn du ganz brav bist, dann gibt's auch Waffeln morgen früh zum Frühstück. Shelley.
Ich will dir nichts tun. Wo bist du? Das ist keine Waffe, das ist eine... Das ist eine Diskussionsflinte. Das ist eine Diskussionsflinte. Wer die Flinte hat, darf reden. Verstehst du? Komm schon, Kleines. Ist jetzt oben, ist jetzt unten? Du brauchst deinen Schlaf. Du willst doch hübsch aussehen morgen, wenn dein Freund Brad uns besucht. Verdammt! Was? Oh, Lizenzmusik. Also, was ist hier passiert? Die Polizei ist vor Ort gewesen und hat Daniel festgenommen. Nicht die Schwester hatte Probleme, sondern Daniel. Und die Schwester hat versucht, vor ihrem Bruder zu flüchten, aber er hat halt irgendwie die Fantasie in seinem Schädel gehabt, dass sie von einem Dämon besessen ist. Die Nachbarn haben Schreie und Schüsse gehört. Sie haben die Polizei gerufen, in der Hoffnung, dass sie das Mädchen noch retten können. Aber es war zu spät. Er hat sie erschossen mit einer Schrotflinte. Und Daniel wurde in ein Mental Hospital gebracht. Und dort hat er realisiert, was passiert ist und was er getan hat. Ende sehr traurig. Ja, war nicht schlecht. Ne, war ganz cool für so ein gratis Game. So, okay, war okay. Das nächste Spiel startet direkt. Es hat kein Menü, nichts und ist einfach nur September 1999. Auch wieder ein Horror-Game mit einer extrem merkwürdigen Optik. Aber ich finde, das hat seinen Reiz, besonders wenn man Papageienbilder an der Wand hängen hat. Zumal wahrscheinlich dieses Spiel auch wieder eigentlich top gut aussieht, allein dass es hier auch diese Spiegelung im Rahmen des Bildes hat. Aber wir wollen den VHS-Wipe. Okay, was ist das hier für eine papageienverseuchte Bude? Ah, das war so ein richtiger Papageien-Fan. Was sind ihre Interessen? Nun, Papageien und Bibel. Ich lese unheimlich gern die Bibel. Während ich Papageien würge. Das ist so meine Leidenschaft. Okay, das ist alles mit einem Riegel zu. Warum sollte man das tun? Kann ich irgendwas mit dem Buch hier machen? Wir können zoomen. Aber die Türen bleiben zu. Haben wir hier vielleicht irgendetwas, um die Türen zu öffnen? Kleiderschrank. Okay. Jetzt bin ich hier. Gehen wir wieder in das Zimmer rein? Okay, was hat sich verändert? Hallo? Okay, ich höre die Schritte von jemandem, aber
Hier ist ja niemand. Hier ist ja absolut niemand. Das Einzige, was jetzt neu ist, ist das flackernde Licht. Ist das ein Morsecode? Will mir irgendjemand irgendetwas mitteilen? Die Polizei? Funkspruch? Kommen Sie raus und stellen Sie sich mit erhobenen Händen. Wir wissen, dass Sie Papageien da drin horten. Oh, wow. Mein Gott, derjenige, der da drin ist, atmet sogar noch. Die Frage ist nur, wie lange kann man da drin durchhalten? Bin ich ein Serienmörder? Ich kann halt nichts machen, ne? Jemand klopft an die Tür. Oh, Scheit. Okay, die Polizei war da, wollte das Haus untersuchen. Hatte aber wohl... Boah, okay. Uff, what? Was zur... Das ist krank, Alter. Ja, wir sperren auf jeden Fall Menschen ein. Nicht umsonst sind ja alle Türen verriegelt. Und aus irgendeinem Grund filmen wir die ganze Perversion. Klassische Musik, ich bin anscheinend ein Serienmörder. Sowas hören nur Serienmörder. Ich höre gerne klassische Musik, wirklich jetzt, ernsthaft. Ich mag klassische Musik. Ich finde das sehr entspannt. Okay, Patrick Bateman. Okay, das war ein sehr, sehr wunderliches Game. Und das nächste Game startet auch wieder ohne Menü. Rinse and Repeat ist auch schon sehr lange in den Top 5 der beliebtesten Indie-Horror-Games im kostenlosen Sektor. Und deswegen müssen wir spielen. Ich weiß halt nie, was uns erwartet. Ja, Replay war halt eine absolute Perle der Unterhaltung. Ne? Das war so ein starkes Spiel, was Optik und Technik angeht. Das wird in diesem Video sehr, sehr schwer zu toppen sein. Und hier gehen wir duschen. Ha. Ja. Wir duschen halt einfach. Duschen the game. Wir duschen warm. Ich bin jemand, ich liebe es einfach schön heiß zu duschen. Auch wenn immer alle sagen, das darf man nicht. Er macht die Augen zu, damit er kein Shampoo in die Augen bekommt beim Haare schroppen. Man muss kalt duschen, ist gut fürs Immunsystem und formt den Charakter. Hallo? Werde ich bespannt? Ist hier ein Spanner unterwegs? Ich habe irgendwie Angst, die Augen zu schließen. Und so paranoid wie die Person hier ist, kann man sich gut vorstellen, dass der schon mal irgendwie unter der Dusche irgendwas Schreckliches erlebt hat. Was? Stand da gerade mein Name? War da eben gerade irgendwas? Da war ja was, ne? Ich bin wirklich verflucht paranoid. Wow, Gott! Ich mach lieber wieder die Augen zu.
Was? Es gibt Secret Endings und Main Endings. Ich bin einfach gestorben. Beim Duschen. Okay, wie kriege ich denn Secret Endings? Ich hätte einfach die Augen zulassen sollen. Ich bin zu müde zum Duschen. Das hat mir mein Leben gerettet. Damit habe ich 2 von 3. Oh, what? Okay, das war nicht beabsichtigt. Ich bin ertrunken. Das war ein Secret Ending. Was für ein sinnfreies Spiel. Aber ja, ich bin ertrunken. Ich ziehe mich aus und gehe nackt. Das könnte auch ein Ending sein, oder? Ich bin jetzt nackig und verschwinde hier, ohne Klamotten. You left naked. What's wrong with you? Ah, ich bin klug. Ich bin gut, ne? Ich bin gut. Ich bin gut. So, here we go again. Eigentlich müsste ich noch mit Klamotten duschen können. So, ganz gemütlich. Alright, ich bin geduscht. Jetzt Haare waschen. Nix. Mann, so lange dauert doch kein Haare... waschen. Wie kann man das denn schaffen? Noch ist alles gut. Ah! Ich drehe mich einfach weg. Wenn es mich nicht sehen kann, kann es mich auch nicht töten. Ich ignoriere es. Ich ignoriere es. Ich wasche mir die Haare. Ich habe leider so ein Shampoo ohne diese keine Tränen-Formel. Siehst du, so ist das. Ich habe geduscht und es ist nichts Schreckliches passiert. Ja, das war Rinse and Repeat. Alles durchgespielt, was geht. Also Replay war wirklich ein hervorragendes Spiel. Das SpongeBob-Spiel war auch sehr cool, wie ich finde. Fatal Midnight hieß das andere mit der Schwester. Es war ein gutes Spiel. Also nicht irgendwie jetzt wahnsinnig krass, so wie Replay. Aber es war gut. Und die anderen waren alle so okay. Also Rinse and Repeat verstehe ich auch nicht in Hype. Das war auch eine ganze Weile, glaube ich, auf Platz 1. Und ja, also man duscht. Ja... ist jetzt auch nicht so wahnsinnig krass. Eure Meinung, eure Liste, welche Spiele fandet ihr super? Ihr könnt ja ein kleines Ranking machen. Wollt ihr sowas öfter sehen? Gebt mal ein bisschen Feedback. Hashtag Duschspaß in die Kommentare für die Menschen, die wirklich bis zum Schluss hier dran geblieben sind. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss!